Was kann man denn jetzt sagen, wann hat dieser Mordfall begonnen? Wie hat das Ganze gestartet? Also es ist wirklich unglaublich, was da auch ans Licht gekommen ist in dieser Pressekonferenz. Also man kann, also so wie es ausschaut, war das sehr geplant und zielgerichtet, wie er vorgegangen ist. Ich werde jetzt ein bisschen beschreiben, ich habe mir das da hier aufgeschrieben, ein bisschen was, wie das abgelaufen ist. Und zwar war so, also Montagmorgen ist sozusagen der erste, hat es begonnen, um 8.15 Uhr ist er nach Altenfelden gefahren mit seinem Caddy und hat dort den Franz Hofer, also den Jagdleiter und Bürgermeister, regelrecht also abgepasst und dann verfolgt. Der hat einen Schuss abgegeben, der hat getroffen, aber der Bürgermeister ist weitergelaufen und hat versucht zu flüchten. Daraufhin ist er zurück zu seinem Auto gegangen, hat eine Langwaffe rausgenommen und hat ihn nochmal gezielt getroffen. Und das war für ihn sozusagen das Todesurteil für den Bürgermeister. Das hat er dann nicht mehr überlebt und ist zusammengebrochen, blutüberströmt. Da kann man ja schon mal ausschließen, dass das aus dem Affekt war, weil der Bürgermeister war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf dem Weg zu einem Termin. Genau, der war am Weg eigentlich zu seiner Fußpflege und ob er ihn jetzt gerade zufällig getroffen hat, aber davon gehe ich gar nicht aus, wenn der die Waffen dabei gehabt hat. Und die Zeugen haben ja auch berichtet, dass die beiden zeitgleich aus dem Auto gestiegen sind, also genau, dass er ihm regelrecht gefolgt haben dürfte, beziehungsweise ihn fast schon abgepasst hat. Ja. Und er hat ja dann, so wie du sagst, nicht nur eine Waffe bei sich gehabt, sondern verschiedene Waffen. Also es ist, die Polizei geht noch immer davon aus, also dass er noch lebt und dass er zwei Langwaffen aktuell und eine Faustfeuerwaffe, also eine Pistole und zwei Gewehre bei sich hat sozusagen. Also er ist noch immer stark bewaffnet. Also sie wissen natürlich nicht, ob er es aktuell bei sich hat, aber die fehlen in seinem Schrank sozusagen. Und das sind alles legale Waffen, die er besitzt. Ja. Also das heißt, der Mord dürfte dann um 8.15 Uhr passiert sein. Das berichten auch Augenzeugen, die das mehr oder weniger live mitgesehen haben, die dann in der Folge auch rasch einen Notruf abgesetzt haben. Der ist um 8.25 Uhr bei der Polizei eingegangen. Richtig, ja. Doch was ist dann passiert? Na, 8.25 Uhr ist der erste Notruf bei der Polizei eingegangen. Natürlich haben die auch gleich, sind die aufgefahren, weil sie halt von einem Mord ausgegangen sind, täterflüchtig. Aber was dann passiert ist, es geht ja viel weiter. Er ist dann einfach genau zeitgleich zu seinem nächsten Opfer gefahren nach Arnrhein. Mhm. Das ist ungefähr Luftlinie 1 Kilometer entfernt. Ist dort ins offene Haus hineingegangen. Hat dort im Wohnzimmer wahrscheinlich das ahnungslose Opfer, den Jagdleiter von Arnrhein, also den ehemaligen Jagdleiter und der ist auch Polizist von Arnrhein, also in seinem Wohnzimmer erschossen. Mit einem Schuss anscheinend und ist dann einfach geflüchtet. Mhm. Und dann ist er so auf der Bundesstraße, dann auf der Rohrbacher, das war so seine letzte. Dort hat er sozusagen, dort haben alle die Spur verloren und seither fehlt von ihm jede Spur. Also, unglaublich. Und jetzt haben wir schon gehört, dass beide Opfer, die er gestern getötet hat, also der zweite Fall, der grenzt ja fast schon eine Hinrichtung, wenn ich im Wohnzimmer sitze, nichts ahne und mit einem Schuss hingerichtet werde, aufgrund einer Streitigkeit über wahrscheinlich Jagdgeschehnisse. Also es steht im Raum, dass er gewildert haben soll. Es steht jetzt nicht im Raum, dass er Tierquälerei oder irgendwelche Übertretung von Jagdrechten ist. Es geht konkret um Wilderei. Das ist immer wieder gefallen jetzt, dass man das hört. Aber dass so ein Streit so derart eskaliert, da lässt man doch schon erahnen, dass er das möglicherweise geplant haben dürfte. Normalerweise, wenn jemand jetzt wirklich eher spontan handelt, hat man ja vielleicht dann auch einen Hund mit dabei. Er hat ja zwei Hunde gehabt. Beide Hunde sind bei ihm zu Hause gefunden worden. Was weiß man denn jetzt eigentlich, wo er sein könnte? Gibt es vielleicht irgendwas, wo die Polizei schon gesucht hat? Weil er hat ja nicht nur einen Wohnsitz gehabt. Ja, also er hat einen Hauptwohnsitz gehabt in Altenfelden und mehrere Nebenwohnsitze. Leider sind dort auch seine Handys gefunden worden. Dadurch kann man ihn auch nicht orten. Also ich habe eigentlich gehofft, dass bei der Pressekonferenz ein bisschen mehr positivere News herauskommen, aber so wie es aussieht, die Polizei hat keine Ahnung, wo dieser Mann steckt. Und das ist entsetzlich, weil es gibt insgesamt, ich habe mir gedacht, ich habe mich als erstes verhört, aber es gibt bitte 50 Personen, die derzeit unter Polizeischutz stehen, ja, weil sie mögliche Opfer werden könnten von diesem amoklaufenden Jäger.
Ja, also bei der Pressekonferenz ist erwähnt worden, dass sich daraufhin, also wie er sozusagen flüchtig war, haben sich einfach 50 Personen gemeldet, die jetzt sozusagen unter Polizeischutz stehen, weil sie doch irgendwie in irgendeiner Weise ein Problem mit ihm hatten oder Jäger waren oder wie auch immer. Also es ist unglaublich, also was da gerade passiert in Oberösterreich. Es steht, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, auch die Ex-Frau oder Ex-Lebensgefährtin unter Polizeischutz. Aber derzeit grenzen sich die Ermittlungen wirklich eher mehr auf den jagdlichen Bereich ein. Hier dürfte es eben zu gröberen Querelen gekommen sein. Im Raum steht auch die Vermutung, dass er möglicherweise sein Revier verloren hätte oder dass man ihm den Jagdschein entziehen wollte, weil es eben Fälle von Wilderei gegeben haben dürfte. So momentan ein paar Infos, die kolportiert werden. Gibt es da schon Näheres? Also das Motiv ist immer noch überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist eben die Staatsanwältin hat gesagt, er ist eigentlich unbescholten. Also das mit diesen zwei Anzeigen, das war ein bisschen widersprüchlich. Es soll irgendwie zwei Anzeigen gegeben haben, aber eigentlich gerichtlich und irgendwie ist nie was gewesen. Also es ist nie was Gröberes gewesen. Und dass er dermaßen ausrastet, ist also bis jetzt... Also das, wegen irgendwelchen Revierstreitigkeiten und Fütterungsangelegenheiten von Rehen und so weiter, das kann doch nicht... Ja, es gab da ein bisschen so die Frage nach dem Schwarzwild, der dürfte Wildschweine angefüttert haben oder Ähnliches. Das ist ebenfalls noch ein bisschen eine Thematik, die geklärt werden muss. Kommen wir aber zur Suche von der Polizei. Das ist ja nicht jetzt eine Suche, die mit drei Streifenwegen passiert. Ganz im Gegenteil, es ist eine Hundertschaft von Beamten seit gestern durchgehend im Einsatz. Kannst du ein bisschen die Größe schildern, wie groß dieser Einsatz verläuft? Also auch da wurde bei der Pressekonferenz geschildert, dass 250 Einsatzkräfte gestern Nachmittag vor Ort waren. Das muss man sich einmal vorstellen. Also da war Cobra, Sieg, Hundeführer, Hubschrauber, Drohnen und dann gab es auch eine Verhandlungsgruppe, die vor Ort war, falls man ihn fasst, dass es auch jemanden gibt, der mit ihm anfängt zu sprechen. Und dann, aber das war ja bis jetzt, ist ja nicht eingesetzt worden. Und es geht ich glaube, deswegen ist ja auch die Polizei bei den Angehörigen, falls sich der Täter bei den Angehörigen meldet, um Hilfe oder Unterschlupf sucht, dass eben hier dann die Verhandlungsteams das Gespräch führen können, beziehungsweise den Angehörigen sagen können, wie sie sich verhalten müssen, damit man dem Täter vielleicht eine Falle stellt, ihn überredet, sich doch noch irgendwo zu stellen. Also ich glaube, dass das jetzt nicht nur darum geht, dass er anruft, sondern dass er plötzlich vor der Tür stehen könnte und darum sind die vor Ort. Dass man weiß ja wirklich nicht, wo er ist. Der kennt natürlich den Ort in- und auswendig, kann sich irgendwo verstecken und wenn er jetzt sagt, ich gehe da nochmal hin, dann kann der auch dort stehen und da muss man auch mit ihm irgendwie in irgendeiner Weise, gut, wie weit da noch verhandelt wird, ist eine Frage, aber die bleibt offen natürlich. Aber ja, also... Es ist ein Halloween-Thriller, der derzeit in Niederösterreich läuft, wenn man sich überlegt, in den gerade am Morgenstunden oder am Vormittag oft noch lange Nebel, dunkle Stimmung, viele Menschen, die gar nicht aus dem Haus hinausgehen wollen, weil sie sich eben wirklich fürchten, weil draußen ein Doppelmörder frei herumläuft und derzeit sieht es nicht so aus, als könnte ihn die Polizei rasch fassen. Es sind ja auch schon internationale Behörden eingeschaltet worden, oder? Ja, Deutschland und Tschechien sind da alarmiert, weil er könnte sich auch ins Ausland abgesetzt haben. Wie gesagt, weiß man da was über eine größere Menge Bargeld, die er mit sich führt? Hat es da irgendwelche Hinweise gegeben oder konnte die Polizei dazu keine Angaben machen? Also das weiß ich aktuell ehrlich gesagt nicht, ob er jetzt Bargeld, aber irgendwie wird er jetzt schon durchkommen. Also wie gesagt, die Polizei geht davon aus, dass er noch lebt. Das ist natürlich eine unglaubliche Neuigkeit. Wenn jemand nicht gefunden wird, ist dann entweder ist er wirklich ins Ausland irgendwo untergetaucht oder hat sich selber irgendwo hingerichtet, aber das dürfte jetzt anscheinend nicht der Fall sein. Also er ist irgendwo unterwegs und